Hopsporce ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und es kann sich zu Hubelupf entwickeln, das sich wiederum zu Papunga weiterentwickeln kann. Hopsporce ist ein kleines, vierbeiniges und hauptsächlich rosafarbenes Pokémon. Der Körper des Pflanze-Flugtypen besteht lediglich aus einem Kopf, an dem die einzelnen anderen Körperteile zu erkennen sind. Oben wachsen zwar lange hellgrüne und gezackte Blätter, die es verwendet, um in der Luft zu schweben. Das geschieht in der fünften Generation, indem es seine Blätter wie Flügel verwendet. Ab der sechsten Generation verwendet es seine Blätter allerdings wie Helikopter-Rotoren. Rechts und links befinden sich die beiden relativ großen dreieckigen Ohren. Das Gesicht besteht aus den beiden kleinen runden und gelben Augen und dem ebenfalls kleinen Mund. Direkt unterhalb des Mundes befinden sich die beiden kurzen Arme und weiter unten bzw. hinten sind die kurzen Beine und der ebenso kurze Schweif sichtbar. Und abschließend in seiner Shiny-Form ist Hopsporce rosane Farbe zu einem hellgrün geworden. Hopsporce ist ein wenig kräftiges und zerbrechliches Pokémon. Es beherrscht nur wenige offensive Attacken, bei denen es sich in die Luft befördert und dann mit Akrobatik oder Sprungfeder Gegner angeht oder aus der Ferne Feenbrise auslöst. Es ist dazu in der Lage, Gegnern mittels Megasauger oder Gigasauger Energie abzuzapfen. Aus seinen Blütenspross jedoch schüttelt es jedoch eine Vielzahl von Sporen mit verschiedener Wirkung. So kann es beispielsweise mittels Stachelspore oder Schlafpuder Statusveränderungen hervorrufen, die Aufmerksamkeit des Gegners durch Wutpulver auf sich lenken oder ihn mit Baumwollsaat verlangsamen. Wie viele anderen Pflanzen-Pokémon liebt es Sonnenlicht und nutzt es, um Energie zu sammeln. Während Exemplare mit der Fähigkeit Chlorophyll bei sonnigem Wetter ihre Initiative verdoppeln, sind jene mit Fluorastilt in der Sonne vor Statusproblemen geschützt. Einige Hopsporce besitzen die versteckte Fähigkeit Schwebedurch, bei denen sie über gegnerische Schilder einfach hinwegschweben. Hopsporce kommt ziemlich häufig in wilder Natur vor und bevölkert grüne Wiesen, vor allem der Johto-Region. Sein Körper ist unglaublich leicht und Hopsporce liebt es, auf warmen Brisen zu gleiten und schon ein kleiner Windstoß reicht, um es hochzuheben. Besonders im Frühling sieht man große Gruppen dieser Pokémon durch die Luft gleiten. Jedoch kommt es oft vor, dass Hopsporce sich verirrt, wenn es zu weit getragen wird. Es hat ein gutes Gespür für Wetterlagen. Spürt es, dass ein Sturm aufkommt, tut es sich mit anderen Hopsporce zusammen und sie verankern ihre Füße im Boden und verhaken ihre Blätter ineinander, um nicht davongeweht zu werden. Hopsporce stellt den ersten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es kann sich zu Hubelupf weiterentwickeln auf Level 18 und Hubelupf kann sich dann zu Papunga weiterentwickeln auf Level 27. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt es nur unwesentlich an Größe und Gewicht zu, jedoch durchläuft sein rundlicher Körper verschiedene Färbungen von Rot zu Grün und wiederum zu Blau. Bemerkenswert ist die Veränderung des Sprosses auf seinem Kopf, während er zunächst an die Blätter eines Löwenzahns erinnert, blüht schließlich eine Blüte, welche bei Papunga schließlich in den verblühten Zustand übergeht und an eine Pusteblume erinnert. Mit seinen beiden Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Wasser- und Kampfattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Gift, Flug, Gesteinsattacken und sogar vierfachen Schaden gegen Eisattacken. Restliche Typen machen eben normalen Schaden.